Ja, es wird ja immer wieder diskutiert, auf EU-Ebene Bargeld abzuschaffen oder zumindest die Nutzung von Bargeld einzuschränken. Gibt es da irgendwelche aktuellen Vorhaben oder irgendwelche aktuellen Gesetze, die diskutiert werden, über die du was erzählen könntest? Das EU-Parlament entscheidet gerade jetzt über eine neue Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung. Und darin ist vorgesehen, unter dem Vorwand Geldwäsche, dass Barzahlungen ab 10.000 Euro im geschäftlichen Verkehr, das heißt, wenn man bei Händlern einkauft, verboten werden sollen. Und das betrifft ja Gebrauchtwaren, Kunst, Antiquitäten. In einer Umfrage haben, glaube ich, 10% der Bevölkerung gesagt, dass sie auch Summen über 10.000 Euro durchaus mal in Bar teilweise zahlen wollen. Ab 3.000 Euro wird eine Identifizierungspflicht eingeführt. Das heißt, man kann nicht mehr anonym kaufen, wie es seit Menschengedenken eigentlich mit Geld möglich gewesen ist. Und man sieht genau, worauf das hinausläuft. Am Ende sollen wir nur noch überwachbar mit Karte zahlen können, mit der Gefahr natürlich, dass unsere Karten jederzeit gesperrt werden können. Wie das zum Beispiel auch WikiLeaks passiert ist. Die konnten zeitweise keine Spenden mehr annehmen, weil die Kreditkartenkonzerne einfach ihre Spendenkonten gesperrt haben. Mit der Gefahr auch, dass Negativzinsen drohen können, wenn wir Geld auf Konten liegen haben. Und das ist ein Krieg gegen das Bargeld, dem wir Piraten eine entschiedene Absage erteilen. Wir lehnen diese neue Gesetzgebung deswegen auch ab.